So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und das ist der dritte Teil vom Burger-Test vom Burghof. Wir haben wieder mal bei Burghof bestellt, hier in Hildburghausen. Da war nämlich noch ein Burger offen. Wir hatten erst den Mexican Chicken Burger mit doppelt Bacon, wo leider gar kein Bacon drauf war. Dann den Bacon Burger, sogar mit Bacon, man glaubt es kaum. Und jetzt haben wir den Barbecue Burger. Was da genau drauf ist, zeigen wir euch gleich. Pupsi hat auch was bestellt. Wir holen jetzt erstmal den ersten Body hier raus. Gucken mal, was das ist. Wenn das meins ist, ja, stelle ich das erstmal zur Seite und zeige euch erstmal das andere. Das ist nämlich Pupsi ihrs. Geht irgendwie in letzter Zeit ziemlich schnell. Als wir das erste Mal da bestellt haben, hat es eine Stunde gedauert. Jetzt dauert es immer 20 Minuten, bis man das abholen kann. Wir zeigen euch mal, was Pupsi hier Feines hat. Die 27. Machen das mal auf. Zack. Da haben wir erstmal Pommes. Toll. So viel dazu. Ich habe extra gesagt mit Curly Fries. Also mit Twister-Kartoffeln. Und dann heißt es auch noch Aufpreis 1 Euro. Alles klar. 1 Euro Aufpreis für nichts. Ah. Die erste Lieferung verkackt, die zweite super, die dritte verkackt. Aber egal, wir haben ja trotzdem jetzt besser als gar keine Beilage. Wir haben Pommes, wir haben Salat, wir haben das Schnitzel. Und das ist jetzt ein Schnitzel Madras, paniertes Schweineschnitzel mit Schinken und Käse überbacken. An einer Madras Curry Sahnesoße, dazu Pommes und Salat Bouquet. Aber ich habe extra gesagt, bitte mit Twister Kartoffeln. Ja, Pupsi, ich bring dir das erstmal rüber, ne? Und dann gucken wir uns mal das zweite an. So, Pupsi, es ist weg. Meins steht da. Ich hatte es eben zwar kurz auf, aber ich habe gar nicht drauf geachtet, was da drin ist. Ob da jetzt Curly Fries drin sind. Ich bin gespannt. Wir machen es auf und... Es gibt's doch nicht! Bruder! Und dafür 2 Euro mehr bezahlt. Richtig gute Sache. Bestellt alle beim Burghof. Das sind Twister-Pommes, wie man sieht. Ach man. Ich meine, beim letzten Mal war das alles saugängig. Da haben sie mir noch was erlassen, weil es da ein Problem gab. Aber diesmal habe ich sogar noch Trinkgeld gegeben. Habe das gut eingeschätzt und jetzt ist leider schade. Wir gucken trotzdem mal. Ein Barbecue-Burger. Patty aus Wagyu Rindfleisch, Käse überbacken, Tomate, Gurke, Salat, Zwiebeln, Jalapenos, dazu Pommes und Ketchup. Aber ich habe ja extra die Twister-Kartoffeln genommen. Wie gesagt, kostet 1 Euro mehr, beziehungsweise 1,50, je nachdem. Aber wie ihr seht, könnt ihr bezahlen und trotzdem keine bekommen. Der Burger sieht eigentlich wieder gut aus, sieht frisch und saftig aus, auch das Fleisch dazu. Jalapenos sind trotzdem wieder etwas spärlich angerichtet, so wie das ausschaut. Na gut, diesmal geht's. Da sind ein paar Zwiebelchen drauf. Und Barbecue-Burger wahrscheinlich einfach wegen der Barbecue-Soße. Aber auf diesem Chicken war ja auch schon Barbecue-Soße und Jalapenos. Das Einzige ist jetzt, dass statt Chicken hier also das Wagyu-Rindfleisch ist. Deswegen kostet der gleich... Ich gucke lieber nochmal nach. Ich will nichts Falsches sagen. Mexican Chicken, genau, der kostet einfach mal 2, ey, sogar 3. Der kostet 3 Euro mehr, dafür, dass es im Prinzip dasselbe ist. Aber statt Chicken halt Wagyu-Rindfleisch. Das seht ihr, wie kostbar das Wagyu-Rindfleisch ist. Und bei Mexican Chicken ist natürlich der Double Bacon drauf, der ja nicht drauf war, den sie vergessen haben. So wie sie jetzt die Curly Fries, also die Twister-Kartoffeln vergessen haben. Egal, wir probieren mal so eine Pommes, ob die den Weg überlebt hat, von unten bis hoch. Ich meine, hätten sie es wenigstens nur bei Pupsi vergessen, hätte ich gar nichts weiter gesagt, aber so wurde ich ja auch um meine Pommes gebracht, um meine Twister. Wir nehmen jetzt mal den Burger hier hoch in die Hand. Ihr seht, das ist eigentlich der Burger und eigentlich sollte da das Fleisch drauf. Das Fleisch macht sich gerade selbstständig. Wir schieben mal alles irgendwie zusammen. Beißen mal hier oben rein in den Pommesburger. Man schmeckt auf jeden Fall das Wagyu-Rindfleisch. Es hat eine ganz eigene Note und einen ganz eigenen Geschmack.
Das könnt ihr nicht damit vergleichen, wenn ihr irgendwo im Supermarkt so Hackfleischburger, so fertig Rinderburger kauft oder Schweineburger. Es ist eben eine ganz edle Sache, sage ich mal. Diese Barbecue-Note gefällt mir zwar nicht so ganz. Ich glaube, ich fand immer noch den letzten Burger am besten. Gerade durch den Bacon auch. Und weil auch andere Soßen noch mit drauf waren. Dafür sind hier wieder Jalapenos drauf. Trotzdem fällt hier irgendwie alles runter. Kann man natürlich trotzdem essen, aber ich muss sagen, ich habe schon bessere Burger erlebt. Ich glaube, mir hat sogar der Chicken Burger allgemein einfach besser und frischer geschmeckt. Und wie gesagt, der Bacon Burger, der Barbecue, meiner Meinung nach der schlechteste aus der Runde. Trotzdem essbar, trotzdem viele frische Zutaten drauf, wie man sieht. Aber mir fehlt trotzdem irgendwo noch was an Geschmack. Auch wenn gerade Jalapeno durchhaut, weil ich die jetzt einzeln gegessen habe. Habt ihr schon mal beim Burghof gegessen? Habt ihr schon mal die Burger da getestet? Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr Erfahrung damit, wenn ihr Twister Pommes bestellt? Kriegt ihr welche oder kriegt ihr keine? Schreibt es mal in die Kommentare. Und das war's von meiner Seite aus. Es war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass ich beim Burghof war. Die Pizza Burghof, die namensgebende, muss ich auch noch testen. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.